Spielerisch zum Erfolg. Möglicher Leitspruch der Piratenpartei in diesen Monaten. In Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und im Saarland schafften sie souverän den Sprung in den Landtag. Dass die Piraten auf einer Erfolgswelle surfen, wird auch beim rheinland-pfälzischen Parteitag deutlich. 1000 Mitglieder gibt es im Land, Tendenz steigend. Ich denke, dass es einfach eine andere Art von Politik ist. Das ist wirklich das Einbeziehen vom Bürger. Ich finde die Stimmung hier sehr interessant, besonders, dass jeder Mitspracherecht hat und ich immer meine Ideen einbringen kann, jeder mir zuhört. Es ist sehr transparent. Die rheinland-pfälzischen Piraten bekamen in Montabaur prominente Unterstützung aus Berlin. Der Bundesgeschäftsführer mit einem klaren Appell. Wir hoffen alle, dass uns gelingt, im Bundestag einzuziehen, und wir alle werden dafür sehr viel tun, inhaltlich sehr konstruktiv zu sein und gleichzeitig sehr klar zu sein in dem, was wir ablehnen und anders wollen. Dafür legt ihr heute wichtige Weichen. Ihr stellt euch heute auf mit dem neuen Vorstand. Für das Amt des Landesvorsitzenden kandidierten 7 Piraten. Im zweiten Wahlgang wurde Heiko Müller mit 58% der Stimmen gewählt. Er löst damit Roman Schmidt ab. Seine Ziele für die einjährige Amtszeit? Also in erster Linie ist das die Vorbereitung auf die Bundestagswahl in 2013. Dann, wir sind sehr stark gewachsen und wir müssen dann auch jetzt strategisch sehen, dass wir die Strukturen schaffen, die diese gewachsene Zahl auch irgendwie beherbergen kann. Dafür müssen die Piraten zum Beispiel ihre Strukturen professionalisieren. Wie genau das gehen soll, wird frühestens in ein paar Monaten entschieden.